Hallo, Servus, Moin Moin, Grüezi und herzlich willkommen zum iRepair Video Tutorial. In der heutigen Ausgabe bauen wir das iPhone 4S, das wir in der letzten Folge auseinandergebaut haben, einfach wieder zusammen. Achtung! Bevor Sie den Umbau oder die Reparatur eines iPhone in Betracht ziehen, sollten Sie Folgendes beachten. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nur Ersatzteile verwenden, die die Normen des Herstellers einhalten. Ersatzteile mit abweichenden Normen führen meistens zu Schäden am Gerät. Dieses Video dient zu Informationszwecken. Die Nachahmung wird nicht empfohlen und geschieht auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Wir schließen jede Art der Haftung aus. Das Öffnen oder der Umbau eines iPhone ohne geeignetes Werkzeug kann zu Schäden am Gerät führen. Wer sein iPhone öffnet, verliert die Herstellergarantie. Wie das iPhone 4S zerlegt aussieht, habt ihr in der letzten Serie gesehen. Die Sensorflexkabel müssen vorsichtig durch die Öffnung eingeführt werden. Als erstes werden die vier Schrauben an den Rundungen des iPhone 4S verbaut. Darauf achten, dass die Schrauben gut Halt haben und fest sitzen. Das Home-Button muss eindeutig klicken, damit es später keine Probleme gibt. Die Schutzfolie kommt auch wieder an ihren Platz. Nun fixieren wir die sechs Schrauben an den Seitenteilen des Rahmens. Das Vibra kommt wieder an seinen Platz zurück, wo es festgeklebt wird. Mit den zwei mitgelieferten Schrauben fixieren wir die Speakerbox, die mit der Antenne bestückt ist. Der Einbau des iPhone 4S Logic Boards ist eine kleine Fummelei. Achtet bitte darauf, dass keine Kabel eingequetscht werden und dass das Logic Board plan aufliegt. Das Logic Board wird mit sechs Schrauben gehalten. Davon verbauen wir jetzt zuerst einmal nur fünf davon. Die Schutzfolie auf Höhe der Kamera wird wieder auf die Schraube aufgelegt. Die diagonal dazu anliegende Schraube wird erst später verbaut. Nun darf die Kamera wieder an ihre ursprüngliche Position zurück. Verbinden Sie nun alle Flexkabelkonnektoren mit dem Logic Board. Die Abdeckung für die GPS-Antenne kommt auch wieder an ihren Platz. Auch das GSM-Kabel muss noch unter der Lasche durchgeführt werden. Thank you.
Bald haben wir es geschafft. Jetzt stecken wir den Datapod Connector zurück an seine alte Position und fixieren diesen mit der dafür vorgesehenen Abdeckplatte. Wow, und noch eine Abdeckplatte muss zurück in das iPhone 4S. Um die Platte zu fixieren, sind 4 Schrauben vorgesehen. Das ist übrigens die 6. Schraube, die das Logic Board fixiert. Und auch noch die Schraube für die GPS-Abdeckung muss noch rein. Genau, ohne Akku läuft gar nichts. Auch der muss noch eingebaut werden. Jetzt noch die Verbindungsfeder unter den Akku-Connector und rein mit den letzten 2 Schrauben. Alle Schrauben, die wir einbauen in das iPhone, sollten da wieder hin, wo wir sie ausgebaut haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Tja, und jetzt kann ich nur noch sagen, Deckel drauf und fertig. Tja, so muss das sein. Na, ich liebe diesen Apfel. Hey, Henry, gib mir mal deinen Gerätecode. Warum? Oh oh. Übrigens, wem das Video was bringt oder gefällt, der kann uns gern eine Spende schicken an iRepair30@googlemail.com oder schickt uns einfach eine Packung Kaffee, da sind wir auch happy. Danke!